Herzlich willkommen zurück hier beim Angezockt, und zwar bei dem Kapitel Nummer 2 auf der Old Stream Farm. Wir haben gerade hier Mittag gegessen, es ist 13.30 Uhr, die Arbeit ruft, wir müssen weitermachen, es gibt einiges zu tun. Wir haben im ersten Kapitel das Feld 24 gekauft, haben das abgeerntet, das Stroh ist verteilt. Jetzt geht es darum, dass wir das Feld 1, pflügen und kalken müssen. Das heißt, wir fangen erstmal an mit dem Feld 1, und zwar kalken wir das Feld 1 erstmal. Danach fahren wir aus Feld 24, und während das Feld 24 gekalkt wird, lassen wir unsere Hofhilfe die 1 pflügen, und somit haben wir dann die Felder mehr oder weniger vorbereitet für die nächste Aussaat. Es muss natürlich dann noch gegrubbert werden, weil wir haben ja keine Direktsaatmaschine. Im letzten Kapitel haben wir festgestellt, dass der Anhänger, den wir haben, einfach zu klein ist. Der nimmt tatsächlich nur 1,6 Tonnen als Zuladegewicht auf. Wir müssen hier definitiv einen anderen Anhänger finden. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir mit dem Händler sprechen und dass er den so schnell wie möglich wieder zurücknimmt, damit wir einfach ein bisschen größer arbeiten können. Und ich habe natürlich mit dem Händler gesprochen, und er ist natürlich auch sehr gewillt, den alten Hänger abzuholen und uns zum Beispiel diesen Fortschritt hier zu bringen. Ja, das ist, der hat 11 Kubikmeter, kann bis zu 7,2 Tonnen beladen werden. Nachteil hier, der hat nur seitliche Abladerichtung, da kann also nicht gegen hinten abladen. Aber das würde ich jetzt einfach erstmal als Opfer hinnehmen müssen, um ein bisschen mehr Kapazität zu haben. Das heißt, wir würden dann jetzt diesen hier Gang kaufen. Der Händler, der bringt ihn zu uns und holt dann den anderen ab. Genau, schauen wir mal. Der hat den hier schon hingestellt. Er hat auch den anderen gleich mitgenommen. Also der ist auch weg hier. Das heißt, wir stellen den erstmal weg, könnten aber derweil schon mal den Lanz hier starten, weil ihr wisst ja, dass das ein bisschen dauert, bis die warm sind. Wir holen den zweiten hier, damit wir den wegfahren können. Wir müssen auf jeden Fall den Truck auch die Rampe wegnehmen, damit wir auch Kalk holen können. Wir brauchen natürlich eine Möglichkeit, den Kalkstreuer auf dem Feld auffüllen zu können. Das heißt, wir müssen hin und her fahren und dann halt Kalk holen, wo es nötig, wenn es nötig ist. Also es müssen beide Felder gekalkt werden. Und glaube ich, Kalk braucht es ja ziemlich viel. Also das heißt, ja, wir müssen da ein bisschen Gas geben. Stellen wir jetzt die Zeit wieder auf dreifach ein. Ja, habe ich auf, um den Spielstand speichern zu können, habe ich den auf 0 gestellt, so dass wir nichts an Zeit verlieren und wirklich sehr effizient sein können. Das heißt, also jetzt ist die Zeit wieder auf dreifach gestellt. Also wir können ja erstmal schon anfangen, wenn wir dann Kalk holen. Da kann der ja schon mal anfangen, auch wenn er dann mitten auf dem Feld stehen bleibt, das ist egal. Aber so haben wir schon einen Teil gemacht. Dann kann Heinz schon anfangen. Dann wird dann auch gleich mal stehen bleiben, weil das geht schnell, bis der Kalk hier verbraucht ist. Und wir fahren Kalk holen, während der hier schon tut. Ja, schon ist der Tank leer. Das hat kaum eine Minute gedauert, ist egal, der muss jetzt halt warten, und wir werden dann versuchen, während der kalkt, dann direkt nachzufüllen, so dass er nicht jedes Mal stehen bleiben muss.
füllen wir Kalk auf und das kostet uns 629 Euro. Das ist in Ordnung. Das müssen wir, glaube ich, zwei, dreimal rechnen. Also mindestens dreimal müssen wir hier hinfahren, denke ich mal. Da fahren wir jetzt zu Feld 1. Okay, der steht da drüben. Muss man den erstmal starten wieder, weil der jedes Mal, wenn der voll oder leer ist, stellt der den Motor ab. Und das ist ja bei diesem Gerät, bei diesem Traktor ein bisschen problematisch, weil er dann halt eben so lange stehen bleibt. Während der aufwärmt, können wir schon mal betanken und dann ein bisschen zurücksetzen. Dann geht das weiter. Wir steigen gleich aus, gehen wieder auf den hier und versuchen jetzt den halt immer wieder nachtanken zu können. Ja, stellt er schon wieder ab. Genau, das wollte ich vermeiden. Aber jetzt ist gut. Das ist, macht man nicht. Das heißt, wir machen gleich hier weiter. Okay, auch wenn es so sein muss, dann muss es halt. Okay, Feld 1 ist gekalkt, aber ihr seht, also ist tricky, damit wir da zu wenig Zeit verlieren. Jetzt hat er schon wieder den Motor ausgeschaltet. Falls ihr einen Tipp wisst oder einen Trick kennt, damit dass der den Motor nicht sofort ausschaltet, bitte in die Kommentare. Das ist nämlich ein bisschen mühsam. Wir stellen den erstmal zum Feld 24 hoch. Der ist nämlich jetzt voll. Während wir danach den anderen wieder auftanken fahren, weil der ist schon leer. Das heißt, wir könnten eigentlich den Heinz hier schon losschicken dann auf dem 24. Okay, dann schicken wir den los, auch wenn der stehen bleibt. Das ist mir egal. Getan ist getan. Wir gehen hier und fahren wieder Kalk holen. Wir könnten ja eigentlich den Pflug schon losschicken, ne? Weil wir einen Pflug haben, der ist nur 1,30 Meter breit. Dauert das sicher eine ganze Weile, bis das Feld 1 dann gepflügt hat. Das heißt, sobald wir hier Kalk geladen haben, schicken wir den Pflug los. Der ist schon wieder leer. Okay, kein Problem. Das ist halt so. Es ist im Übrigen ein Update für die Oldstream Farm in Arbeit. Das sollte also vielleicht diese Woche freigegeben werden. Flagship Modding hat schon den Changelog mehr oder weniger publiziert. Das heißt, wir werden den Changelog dann auch definitiv in einer der Mod-Vorstellungen dann mal kurz besprechen. Daher wäre es eventuell ratsam, das Abo dazulassen, damit ihr keine der Mod-Vorstellungen und weiteren Folgen des Angezockt-Kapitels oder ja, Serie verpasst, sondern dass ihr da auf dem Laufenden seid. Im Übrigen ist auch ein Update für die Kalmsten Farm zum Teil erschienen, aber noch nicht beim Giants Mod Hub publiziert worden. Ich denke auch, dass die Kalmsten Farm dann in Bälde ein entsprechendes Update offiziell erhält, auch im Giants Mod Hub. Auch das werden wir dann natürlich an entsprechender Stelle und zum entsprechenden Moment dann auch entsprechend besprechen. Und zwar machen wir das in den Mod-Vorstellungen, sobald diese dann bei Giants geprüft worden sind und im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Daher nochmal, lasst doch das Abo da, wollt ihr diese Inhalte nicht verpassen. Und auch würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch zwischendurch mal ein Like da lässt, falls euch diese Serie gefällt und auch vor allem das Arbeiten mit altem Equipment und einfach mal ein bisschen ein anderes Let's Play oder einen anderen Angehensweg an eine Spielserie zu sehen.
Vielleicht inspiriert das euch auch ein bisschen, falls ihr Ideen habt, was noch für Mods da sind oder was ihr Tipps und Tricks braucht. Und falls ihr etwas habt, was ich nicht zum Beispiel nicht habe, dann bitte gerne, nehme ich diese gerne natürlich entgegen. Kommentiert einfach entweder hier als Kommentar unter dem Video oder bei mir im Discord. Den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung natürlich. So, während der startet, nehmen wir den hier, hängen den neuen Anhänger ab und holen den Flug. Der muss natürlich auch erst starten. Das dauert alles seine Zeit, derweil ich den hier weiterschicken kann in der auf der seine Tour. Das war nicht sehr freundlich von meiner Seite, aber es hilft. Ist ja schon wieder leer. Mann, Meter. Na, aber es hilft halt nichts. Es hilft dir nichts, ne? Es geht halt nicht anders. So, dann nehmen wir halt den. Wir haben ja genügend Arbeit. Das ist, daher liegt, daran liegt es ja nicht. Also auch der Pflug ist also gerade an der Grenze des Gewichts, was der Traktor hier überhaupt heben kann hinten. Also hier wäre es schon cool, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, ein Gewicht vorne anzuhängen. Ansonsten muss ich die ganze Familie fragen und bitten, dass sie sich vorne auf die Haube setzen. Ich krieg das einfach nicht gebacken hier. Jetzt. Ah, jetzt ist aber schon wieder leer. Oh. Okay, ich mache das jetzt anders. Ich sag dir, so weitermachen. Jetzt hat's geklappt. Wir müssen dann auf jeden Fall noch einmal voll machen fahren. Da können wir mal einen anderen Teil des Dorfes kennenlernen, also der Karte. Fahren wir nämlich andersrum. Fahren wir beim Händler lang. So, wir sind leer. Das heißt, wir fahren jetzt wieder noch wieder mal Kalkfahr holen. Wir fahren jetzt mal hier rechts rum. Durch das Dorf durch. Hier rechter Hand der Händler natürlich, der immer sehr, sehr freundlich ist und hilfsbereit ist, uns die Gerätschaften, die wir kaufen, zu bringen. Geht. Mann. Bist du ein Sturkopf? Oh, fahren wir beim Händler über den Hof. Mag er zwar nicht sehr, aber. Es hat geklappt, wunderbar. Das ist echt tricky. Und da bin ich ein schlechter Fahrer. Okay, der ist auch zu Ende hier. Das heißt, den fahren wir jetzt auch wieder zum Hof zurück, wenn der nicht wieder sich hingestellt hätte. Das heißt, die nehmen halt jetzt den hier erstmal. Der wieder gestartet ist, dann sehen wir gleich mal den anderen, also wie er sich da tut am Feld 1. Sorry, Stopp überfahren, egal. Hier kommt das Tempolimit 50. Der man sieht seine
Kreise hier. Der ist da am Schwerlastarbeit ausrichten. Wunderbar. Das hat es ja hervorragend geklappt. Haben wir das wieder leer gemacht, was wir nachher im zweiten Schritt nicht Kalk brauchen, sondern Saatgut. Also das Feld hier, das muss nicht gepflügt werden. Das heißt, wir könnten ja eigentlich gleich den Grubber holen und hier schon grubbern. Der Grubber ist, glaube ich, ein bisschen breiter. Glaube ich, der ist 3 Meter. Da könnte er hier eigentlich schon grubbern. Dann ist schon wieder 15 Uhr. Schon 15.30 Uhr. Die Zeit rast. Ich glaube, der mit dem Flug hat da noch eine Weile mit seinem 1,30 Meter. Das dauert da noch eine gute Weile. Das heißt, wir grubbern schon mal das Feld 24. Ne, die will ich, das Kalk will ich hier reinstellen. Das ist wegen dem Regen. Der Feuchtigkeit will ich das Kalk hier reinstellen. Das heißt, wir holen den Grubber und fahren wieder hoch. Gucken wir mal die Breite des Grubbers an. 3 Meter tatsächlich. Diese beiden Felder, die sind sicher auch sehr schöne und gute Felder hier. Wäre dann auch mal für die Zukunft mal vielleicht eine Überlegung wert. So, hier müssen wir erstmal den Kurs erstellen. Den da haben wir mal noch nicht erstellt. Ich glaube, ich zumindest. Field 24, nee. Das heißt hier Job erstellen. Feldposition festlegen. Und zwar muss das circa hier sein. Zwei Meter und 3 Meter. Und dann machen wir Fahrzeuge auf dem. Machen wir 3 Vorgewände. Das sind dann 9 Meter zum Wenden weich. Das lassen wir so stehen. Machen hier wieder die 10 Grad. Generiere Feldkurs. Ich habe ein Bedenken hier. Und zwar an einer Ecke des Feldes ist ein Baum sehr nah ans Feld gebaut. Da muss er dann wenden oder drehen. Das werden wir sehen, wie das jetzt funktioniert. Mit dem Flug hat es nicht funktioniert. Okay, der ist gesenkt. Dann können wir doch einfach... Werden wir jetzt gleich sehen, dieser Baum hier. Gerade so. Hervorragend. Wir schauen uns mal die Tiere an, wie sich die entwickeln. 70% Gesundheit bei den Schafen, haben schon 89 Liter Wolle produziert, brauchen unbedingt dann Gras, also wir sind hier im unteren Fünftel. Die Hühner sind auch bei 70%, haben schon 61 Stück Ei produziert, bei denen ist das Futter im Moment kein Problem. Und die Schweine, die haben auch die Gesundheit von 70%, Produktivität bei 64%, Gülle haben sie 560 Liter produziert, Stroh haben sie noch genügend drin, Futter sind wir im unteren Viertel, auch das ist in Ordnung. Das heißt, da müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken darüber machen. Und zudem habe ich auch gesehen im Schweinestall, dass da auch Mist produziert wird. Wobei ich nicht herausgefunden habe, wo sich dieser Mist dann zeigt. Okay, das ist am Tun. Wir gehen jetzt mal hier runter und gucken dem mal auf die Finger. Das schaut nicht schlecht aus hier. Jetzt können wir uns überlegen, was wir mit dem Feld 20 machen, ob wir das jetzt kaufen. Da haben wir gerade nicht mehr genügend Geld. Wir haben noch einen Kontostand von 50.000. Wir brauchen 50.300. Das heißt, es müsste halt dann eventuell erst doch ein kleineres Feld sein. Zum Beispiel die 11.
die würde gerade die Hälfte des Kontostandes auffressen, aber wir brauchen Gras. Wir kaufen das und fahren auch gleich mit dem anderen gedeckten Land dahin und fangen schon an mit dem Mähen. Okay, dann versuchen wir mal das Mähwerk hier aus. Ich habe noch, ganz ehrlich muss ich sagen, noch nie ein Mähwerk verwendet, das seitlich rausguckt. Ich habe sonst immer ein Frontmähwerk verwendet. Dann werden wir mal schauen, wie das geht. Ich muss da ein bisschen erstmal den Dreh rauskriegen. Okay, das Mähen geht langsam vorwärts. Es ist halt eine Arbeitsbreite von 1,90 Meter. Das ist halt nicht die Welt. Aber ich glaube, wenn wir bis morgen Abend das Feld fertig gemäht haben, dann ist es ein Erfolg. Die Tiere, also die Schafe, haben ja noch Gras. Das ist nicht das eine absolute Dringlichkeit. Zumindest können wir hier ziemlich die Geschwindigkeit hochhalten beim Hin- und Herfahren. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Beim Flügen, da fährt er gerade mal ca. 7 oder 8 km/h. Das ist also nicht wirklich eine Rekordleistung. Aber hier beim Mähen hält er zumindest so die 15, 16 km/h. So, es ist jetzt 17 Uhr und 8 Minuten. Es geht dem Abend entgegen hier. Wir haben das Feld fast fertig gemäht. Wir werden jetzt dann gleich nochmal gucken bei den anderen Helfern, wie es denen geht, wo sie sind und was sie gerade oder wo die Situation ist, wo die sind, was sie machen, ob die fertig sind, wie viel noch fehlt und so weiter und so fort. Während wir hier die letzten paar, zwei, drei Bahnen hier mähen. Geschwadert wird morgen und natürlich dann auch eingesammelt wird morgen. So, das Feld ist gemäht. Wir klappen den zusammen und fahren den zurück zum Hof. Wobei, also wenn es wirklich noch viel Zeit bleibt, je nachdem wie die anderen Helfer sind, dann können wir tatsächlich noch sogar noch schwaden gehen. Okay, Feld 1 ist fast fertig, dabei bleiben noch 2-3 Bahnen. Feld 24 ist auch sehr weit schon. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal den Schwader anhängen. Und bei dem ist es, glaube ich, so, wenn ich den jetzt, also ich muss mal rausfahren, ne? Ich glaube, bei dem ist es so, wenn ich den hebe, dass sich mein Traktor ein Wheelie performt. Genau, das ist so. Das heißt, wir müssen den unten lassen, weil wir bei den zum Feld fahren können. Wollen wir den mal ausklappen, mal gucken, wie der schwadet. Okay, das heißt, wir müssen die erste Runde so rumfahren. Das heißt, wir schwaden trotzdem schon mal ein bisschen, bis die anderen fertig sind. Dann schließen wir den Tag ab. Und dann würde ich dann sagen, sehen wir uns dann im September wieder. Der Schwader gefällt mir. Der hängt sich nicht fest, weil er diesen Ring außenrum hat. Das heißt, er hängt sich nicht fest, aber ich muss natürlich ein bisschen besser steuern, ne? Ein bisschen Verlust wird es geben. Das ist halt meine Unfähigkeit zuzuschreiben, hier korrekt zu fahren. Okay, das lassen wir erstmal so sein. Ich werde das jetzt ausschalten. Werden dann jetzt, damit wir hier ein bisschen besser und nicht zu viel verstreuen, dann lassen wir den hier stehen. Dann holen wir die 1, der ist fertig. Wir bauen uns noch einen Kercher hin, damit wir ein bisschen die Maschine ein bisschen warten können und ein bisschen sauber machen können. Und zwar bauen wir den hier an den Baum.
Den Pflugen brauchen wir nicht mehr. Das 24er Feld muss nicht gepflügt werden. Deswegen stellen wir den weg. Fahren dann, holen dann, hängen an diesen den Ladewagen an. Holen dann den 24er, der am Grubbern ist, aufs Feld 1. Aber das ist alles Musik für morgen. Wir hängen den einfach noch kurz an, weil gleich wird es hier dunkel. Und wir haben noch nicht die Möglichkeit, weder zeitlich noch finanziell gehabt, hier Scheinwerfer einzubauen. Okay, der ist auch gleich fertig. Was wir auf jeden Fall noch überlegen müssen, ist eine Möglichkeit, dass die Fahrzeuge zu betanken. So, der ist auch gleich fertig. Der kann noch vor 19 Uhr wieder zu Hause sein. Okay, ich habe wieder übernommen. Das heißt, wir fahren noch kurz in diese vordere Ecke. Da ist noch ziemlich einiges durch die enge Kurve ausgelassen worden. Ach, das war jetzt wieder eine Unaufmerksamkeit von mir. Aber das ist gleich korrigiert. Und dann haben wir hier auch dieses Feld geeckt. Dann kann die gehoben werden. Wir setzen uns wieder rein und fahren nach Hause. Stehen gleich zum Feld 1 hin, damit ihr gleich morgen damit anfangen kann. So, meine lieben und wertesten Zuschauer, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Das war der letzte Tag im August, respektive auch der Tag im August. Jetzt gehen wir uns zur Ruhe legen. Wir gehen jetzt dann Abendbrot essen. Dann schauen wir uns noch ein bisschen im TV etwas an, was uns dann passt. Das ist noch nicht sicher, das muss man mit der Familie besprechen. Wir auf jeden Fall werden den Arbeitstag hier abschließen. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Dann würden wir sagen, wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Tag und zum ersten Tag im September. Machen uns dann Gedanken, welche Saat ausgebracht werden soll, sowohl wie auf der 24 wie auf der 01. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich Lust und Zeit und auch genügend Feedback habe, würde ich eigentlich eventuell sogar heute Abend noch einen Livestream machen und zwar hier weitermachen, hier auf der Oldstream Farm zum Kapitel Nummer 3. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bitte nicht vergessen, den Daumen da zu lassen, falls euch dieser Inhalt gefällt. Lasst doch das Abo da, falls ihr keine weiteren Inhalte verpassen wollt. Dann sage ich bis morgen. Danke, tschüss und hasta luego.